Fragen wir direkt mal nach beim Unternehmer, Herr Grupp. Sie sind seit 50 Jahren im Geschäft, haben viele Höhen und Tiefen der deutschen Wirtschaft miterlebt. Wie schlimm ist es dieses Mal? Gut, also selbstverständlich haben wir Probleme, aber wir hatten in meinen 54 Jahren, seit ich verantwortlich bin für Trigema, viele Probleme, ob nur Economy-Krise, ob Bankenkrise, egal ob Pandemie oder dies oder jenes. Das sind Probleme, sind für mich zum Lösen da und nicht zum Beklagen da. Und wenn ich sage, die Politik würde angeblich etwas falsch machen, dann muss ich das melden und muss da machen. Und ob Gaspreis oder sonst was. Ich habe spontan natürlich gesagt, wir bezahlen das Gas kurzfristig, aber ich kann nicht langfristig das Zehnfache bezahlen. Und die Regierung hat ja auch was getan. Aber ich sag mal, wir müssen die Probleme lösen. Und deshalb sage ich, wir brauchen endgültig in unsere Wirtschaft, und das sage ich schon lange, die Verantwortung und Haftung der Unternehmer zurück. Dass jeder sagen kann, solange es gut geht, kassiere ich. Und wenn es schlecht geht, mache ich schnell Insolvenz und dann mache ich wieder weiter. Das hat mit einer Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Und wenn wir das zulassen, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir dann, wenn wir generell irgendwo mal ein Problem haben, dass wir dann sagen, jetzt ist es zu Ende, jetzt haben die Leute kein Geld mehr, weil sie im Prinzip die Insolvenzen alles bezahlen mussten. Und es kann nicht sein, dass ein Peken-Kloppenburg, ein Karstadt-Kaufhof, Kaufhauskönige, Versandhauskönige, dass die pleite machen. 1 Milliarde hat bis jetzt Karstadt-Kaufhof gekostet. Und das ist, da sagt man ja, und da muss man vom ersten Tag an Nein sagen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.